Servus aus dem Chiemgau. Mein Name ist Harry. Und mein Name ist Thomas. Herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug. Das hier ist der Schlüssel zu unserem 440i Grand Coupé, den uns auch wieder das Autohaus Schwarz zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen für euch im neuen Jahr herausfinden, wie es um die sportlichen Talente des Vierers bestellt ist, wie es sich im Alltag bei der Praxistauglichkeit schlägt und wie es um die Emotionen des M440i bestellt ist. Viel Spaß dabei! Das Grand Coupé ist der Verkaufsschlager der Viererreihe. 50% der Käufer entscheiden sich für die praktische Version mit der großen Klappe. Den Rest teilen sich Coupé und Cabrio. Im Vergleich zum Vorgänger wurden Silhouette und Front völlig neu gestaltet. Mehr als 14 cm gewinnt der Vierer in der Länge, fast 3 cm in der Breite und präsentiert sich dementsprechend deutlich wuchtiger. Bewusst extrovertiert zeigt sich die Front mit der mittlerweile gut bekannten Niere, die aus unserer Sicht einfach Geschmackssache bleibt, auch wenn sie beim Grand Coupé im Vergleich zu Cabrio und Coupé etwas entschärft wurde. Auffällig sind ebenfalls die zahlreich vorhandenen Sicken und Kiemen. Die mit der Außenhaut bündig abschließenden Türgriffe und rahmenlosen Seitenscheiben tragen zu einem CW-Wert von 0,26 bei. Das M440i Grand Coupé ist 7 cm länger als die vergleichbare Dreierlimousine und wiegt mehr als 100 kg mehr. So steif haben sie die Karosserie gemacht. 1900 kg Leergewicht mit 2 Passagieren und vollem Tank knackt man also auch beim Vierer die 2 Tonnen. Es ist 6 cm flacher als der Dreier und hat einen etwas niedrigeren Schwerpunkt. Die Spur hinten wurde verbreitert und vorne wird mit einem größeren Sturz gefahren, um auf kurvigen Landstraßen und der Autobahn gleichsam zu punkten. Wie sich dieses Setup in der Praxis schlägt, werden wir heute für euch testen. So sehr sich Dreier und Vierer beim Aussehen und der Abstimmung unterscheiden, so nah sind sie sich beim Interieur. Klar, das Grand Coupé ist für etwas gelenkigere Menschen ausgelegt, denn die Sitzflächen befinden sich recht niedrig auf der Straße. Beim Fahrersitz sind es in unterster Position nur 37 cm, meine persönliche Lieblingseinstellung. Beim Cockpit gibt es keine Überraschungen. Es wirkt genauso modern wie in anderen BMWs neuerer Machart und genauso vertraut ist auch das erstklassige Bediensystem mit iDrive 7. Wer hier ins Detail einsteigen möchte, dem empfehlen wir unser Tutorial zum iDrive 7, das ihr unter unserem Video verlinkt findet. Wenn für euch die neueste Technik wichtig ist, könnte dieses Jahr der Dreier interessant für euch sein. Mit dem diesjährigen Facelift dürfte hier bereits das neue riesige Curve-Display Einzug halten, das wir schon im iX kennenlernen durften. Das Raumangebot im Fond empfinden wir als absolut reisetauglich für eine vierköpfige Familie mit ausreichender Kopf- und Beinfreiheit. Auch wenn der Einstieg im Fond nicht ganz so komfortabel wie bei Dreier oder Fünfer ausfällt. Bis zu einer Größe von 1,80 m passt das Platzangebot gut. Sehr praktisch ist die große Heckklappe, die sich weit öffnet und einen perfekten Zugang zum Kofferraum mit 470 Litern Fassungsvermögen ermöglicht. Bis zu 1290 Liter sind mit umgeklappter zweiter Reihe drin. Wenn euch Details zur Konfiguration unseres Fahrzeugs interessieren, findet ihr diese wie gewohnt in der Videobeschreibung. Das absolute Sahnestück ist der klassische Reihen-Sechszylinder mit 3 Liter Hubraum und 374 PS, der in der Praxis mit einer mustergültigen Leistungsentfaltung besticht und jetzt schon der Zukunft mit Elektromobilität mit Wehmut entgegenblicken lässt. Die Gänge sortiert wie gewohnt die ausgezeichnet abgestimmte 8-Gang-Automatik von ZF,
die in jeder Lebenslage den passenden Gang bereithält. Und damit geht's auf die Straße zu unseren Fahreindrücken. So im niedrigen Geschwindigkeitsbereich ist das gar nicht aufdringlich, finde ich, vom Sound her. Aber also, es kann auch anders. Ja, also mir gefällt der Sound auch wirklich sehr, sehr gut. Und also bin ja eigentlich kein Freund von diesen Soundgeneratoren, aber ich finde das echt, also gerade so im Innenraum, schon beeindruckend, was man da mittlerweile alles so machen kann, soundtechnisch. Man kann auch hier einstellen beim Motorsound, ob man nach Fahrmodus ausgewogen oder reduziert haben will. Dementsprechend verändert sich auch die Klappenanlage. Aber ich finde so eigentlich die Auswahl nach Fahrtmodus, gerade wenn du so in Sportmodus schaltest, merkst du es ja auch ein bisschen präsenter haben, eigentlich ganz, ganz stimmig. Ja, ich bin auch kein großer Freund von den Soundgeneratoren, aber man muss schon auch sagen, es ist halt jetzt bedingt durch die ganzen Abgasregularien und was gut was, alles schwierig, dass das Auto so einen coolen Sound hat, wie es früher halt standardmäßig einfach aus dem Motor und aus dem Auspuff rausgekommen ist. Ja. Und wenn man da drauf steht, ist das ja eigentlich auch eine nette Hilfe, sage ich mal. Weil wer es jetzt überhaupt nicht mag oder der Bug kann es ja ausschalten. Ja, genau. Also eigentlich für jeden halt so konfigurierbar, wie man es haben will. Und das finde ich ist immer die beste Option, ne? Dass man einfach alle Möglichkeiten anbietet und dann kann man sich so einstellen, wie man es gern hat. Ideal. Also ich finde, er fühlt sich sehr kompakt auch beim Fahren insgesamt. Also ich habe es vorher, als du gesagt hast, ich habe es fast nicht glauben können, dass er 1,9 Tonnen hat, ehrlich gesagt. Ja. Und damit eigentlich genauso viel wiegt wie mein 5er. Ja, er ist natürlich im Vergleich zum Vorgänger schon relativ stark gewachsen. Und er ist auch fast 100 Kilo schwerer wie ein vergleichbarer Dreier. Weil, sag mal, die Viererreihe wird ja von BMW auch bewusst sportlicher und ein bisschen expressiver positioniert, was man ja leider auch an der Niere sieht. Ja. Mhm. Und also da macht natürlich erhebliches Mehrgewicht schon auch die ganzen Versteifungen in der Karosserie aus, die beim Grand Coupé ja genauso verbaut sind wie jetzt bei Cabrio und Coupé. Mhm. Aber ich finde, du merkst es schon. Also er ist schon wirklich sehr gut platziert so auf der Straße. Hat jetzt, finde ich, nicht so den mega, wie soll ich sagen, mega auffälligen Abrollkomfort. Also ich finde, der federt noch recht gut dafür, dass er eigentlich recht sportlich positioniert ist. Aber man kann es schon erfliegen lassen auf der Landstraße damit. Ja, er fühlt sich ja relativ steif tatsächlich. Also wenn du so Kurven fasst oder so kleine Bodenwellen, da federt er schon straff drüber. Also schon knackig. Ja. Irgendwie ganz eine andere Charakteristik jetzt wie der 5er. Tatsächlich ist er also gewollt. Ja, absolut. Ich finde, was BMW schon gut geglückt ist, da jetzt mit dem Grand Coupé irgendwie so eine Nische zu besetzen zwischen Limousine und Touring. Weil gerade beim Dreier, finde ich, ist der Deckel der Heckklappe ja schon sehr mager, was den Kofferraum betrifft. Ja. Und also das, glaube ich, kann jetzt schon viel davon abhalten, einfach die Limousine zu kaufen, die einfach ein bisschen mehr Praxisnutzen haben wollen. Ja. Und die aber vielleicht noch kein Kombi brauchen, ja, weil sagen, eigentlich darf man grundsätzlich eine Limousine reichen von den Platzverhältnissen, die da geboten werden. Und da finde ich, kann der Vierer als Grand Coupé wirklich eine sehr, sehr gute Alternative sein, weil du halt echt eine schöne Heckklappe und wirklich einen fetten Kofferraum hast, ja, fast 500 Liter, sehr gut zugänglich durch die weit öffnende Klappe, wo du natürlich den Öffnungswinkel auch hier über das iDrive justieren kannst. Und hinten sind die Platzverhältnisse halt ein bisschen eingeschränkt. Ja. Also ich sag mal so über 1,80
wird es in der zweiten Reihe durchaus enger. Ja, wobei ich finde, man kauft ein Grand Coupé jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass generell immer vier Personen drin sitzen. Also war bei mir jetzt absolut zumindest nicht so. Das ist für mich ein Zweisitzer mit der Option, dass halt ab und zu mal jemand hinten drin sitzt und da halbwegs vernünftig Platz findet, aber war für mich jetzt kein Ersatz für ein Kombi generell. Ja, sehe ich auch so. Also, sag mal, wenn ich es jetzt auf meine Situation beziehe, ja, vier Personen, sage ich mal, mit den zwei Kindern, weil das jetzt durchaus ein Auto, das in der Praxis für mich eigentlich genauso gut funktionieren würde wie die 5er Limo, ja, weil, sag mal, zweite Reihe für die Kinder ist der Platz massig ausreichend, da gibt es gar keine Diskussion. Und der Kofferraum ist zwar ein paar Liter kleiner, aber deutlich praxistauglicher einfach durch die große Heckklappen. Ja. Oh, warte. Tunnel. Sollen wir da mal manuell ein bisschen runterschalten? Unbedingt. Würde ich auch sagen. Alter Falter. Ja. Komm mal mal, oder? Also, geil. Ja. Aber geschlossen findest du echt nicht schlecht. Ha. Und der hält den Gang auch schön. Ja. Nice. Wahnsinn Saukulisse, finde ich. Also, ja, das kann man mal so machen. Ja. Geil. Echt richtig, richtig cool. Sollen wir vielleicht schauen, dass wir da dann irgendwo unser 0 auf 100 Soundmessung, sag ich schon. Zeitmessung. Sound ist ja nicht. Sound haben wir schon gemessen. Ist da. Sound ist da. Ja, wenn man so manuell schaut, macht er die Gänge ja echt schön ruppig, ne, finde ich. Ja. Das ist krass, du merkst, finde ich schon brutal den dürfen Schwerpunkt und also wie der da auf der Straße poppt, selbst mit Winterreifen. Also ja, echt richtig cool. Ich meine, hilft natürlich der X-Drive auch schon in der einen oder anderen Situation, ne? Aber man sag mal, in unserer Gegend, man sieht die heutigen Schneeverhältnisse ja wieder. Macht so ein Auto, wenn es nicht rein als Sportgerät bewegt wird, ja, und das glaube ich, wird das Grand Coupé eher selten, auf alle Fälle mit Allrad sind. Ja, ja, ich finde das auch absolut souverän immer vom Antrieb her. Also ist bei mir eh kein Geheimnis, das kam in den letzten Videos ja auch schon durch, dass ich absoluter Allrad-Fan bin, weil du bist halt einfach in jeder Lebenslage sicher unterwegs und auch wenn jetzt mal jemand, der nicht so versiert ist, damit unterwegs ist, das bietet halt einfach auch nochmal ein erhöhtes Maß an Sicherheit für mich. Gerade bei nasser Straße oder nasser Autobahn auch. Also ich finde das gut. Absolut. Und klar, beim GT4 hat es jetzt nichts verloren. Allrad-Version. Ja, ist ja auch ein anderer Einsatzzweck, gell? Eben. Den fahren die wenigsten auch im Winter. Aber geil finde ich, wie feinnervig da das Fahrwerk ausspricht. Ja, also straff, also echt straff. Du kriegst da wirklich jede Nuance der Straße super mit, aber ist jetzt, finde ich, nicht unangenehm. Also er hat immer noch einen echt guten Restkomfort, finde ich. Finde ich auch, ja. Ja, also, und man, wir fahren ja jetzt in der Sporteinstellung, ja, es gibt ja nur die komfortablere Version für jemand, der es gerne ein bisschen sanftmütiger hat vom Fahrwerk. Aber finde ich, macht echt einen guten Eindruck so von der Abstimmung. Echt lang, ja. Aber das kann BMW halt auch. Also, ist in meinen Augen schon eine Kernkompetenz der Marke. Ja. Was krasses finde ich, ist so die Lenkkräfte, die du brauchst für die Lenkung im Sportmodus. Also die ist jetzt zum Beispiel im Sportmodus, finde ich, auch deutlich angeschärfter nochmal wie bei mir im 5er. Das macht echt Laune. Könnte man sich dran gewöhnen, aber ja, man ist definitiv echt immer zackig unterwegs. Gell? Ja. Und also wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, soundtechnisch, ob ich dieses künstliche Sprotzeln brauche.
Also wenn er den Gang einlegt, beim ersten Mal auf der Autobahn hat einen Kickdown, hat man gedacht, oh, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Notlauf, scheiße. aber da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Also ich finde geil, wenn so ein Motor sowas produziert, aber ich weiß nicht, ob ich das bei jedem Gangwechsel, der jetzt eben schneller durchgeführt wird, unbedingt so künstlich generiert brauche. Ja. Aber das ist ja bei Mercedes auch ganz gerne mal. Ja. Aber da finde ich es ja schlimm, weil ja fast in allen Lebenslagen der ballert. Aber ich finde, man kommt auch knackig ums Eck so. Mhm. Obwohl das Auto ja jetzt keine Hinterachslenkung oder sowas hat. Und du ja mit dem X-Drive von Haus aus ein bisschen einen größeren Wendekreis auch hast. Super finde ich auch die Sitze. Gerade so jetzt bei ein bisschen sportlicherer Fahrweise. Also finde sehr angenehm. Ja. Du hast da echt einen guten Seitenhalt. Auch die Mittelarmlehne finde ich deutlich angenehmer gepolstert wie mittlerweile beim Fünfer. Also bestimmt, ja. Das ist echt ein bisschen. Das Lenkrad hat für mich ja genau die richtige Dicke. Absolut. Und ich bin ein totaler Fan von diesem Gurten. Ja, also diese. Mit Blau-Rot. Wenn du so irgendwie ein dunkles Interieur hast, ja, und da passend die Gurte, finde ich auch richtig schön. Also gerade jetzt wie hier so beim Schwarz. Mir gefallen auch diese typisch blauen so Kontrastnähte, die M-Editionen ja oftmals mitbringen. Ist jetzt nicht aufdringlich, finde ich, aber einfach schöner Kontrast. Auch die Kniepads da, so für die sportlichere Fahrweise. Ja, also auch als Beifahrer finde ich sehr angenehm. Und es ist tatsächlich das erste Mal in einem BMW, dass mir auch das Sichtcarbon eigentlich richtig gut gefällt. Ich finde so in älteren BMW-Generationen hat das oft mal so ein bisschen gewollt ausgeschaut, aber irgendwie schlecht umgesetzt. Das ist jetzt ein klares Argument, wo man bei der Gattin den Sechszylinder verargumentieren kann. Wenn man mal knapp irgendwo einfädeln muss, dann geht es einfach. Definitiv. Das ist aktiv geliebte Sicherheit. Absolut. Das muss so sein. Also 374 PS, 500 Newtonmeter machen das Leben im Straßenverkehr definitiv leichter. Dann kann man fast jede Lücke nutzen. Ja. Beziehungsweise die Lücke, die man dann gerade nicht mehr nutzen kann, die sollte man vielleicht einfach auch bleiben lassen. Boah, das kann man so festhalten. Ja. Wie gefällt dir das Interieur? Also mir gefällt das sehr gut. Das ist auch der erste Vierer überhaupt, den ich fahre. Hm? Was mir vorher beim Aussteigen, beim Türaufmacher aufgefallen ist, die Türöffner da, die sind, erstens mal langen sie sehr gut und zweitens, es ist ein richtig knackiger Widerstand. Das ist nicht so, wirkt nicht so billig, sondern du merkst schon, dass du da was aufmachst jetzt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also manch einer wird vielleicht sagen, das ist eher schwergängig, aber ich finde das eigentlich lässig. Ja, ich finde, also mir gefällt allgemein das Interieur auch recht gut. Ich finde gerade so am Dashboard merkt man nur ein bisschen so den Abstand zum Fünfer. Da finde ich, hat der Fünfer einfach die großzügigeren Dimensionen und teilweise auch andere Materialien. Gut gefällt mir so dieses integrierte Display so im Fluss, ja, das ja so die aktuellen haben, die jetzt noch nicht den Curved Screen eingebaut haben. Und auch da so der Bereich, finde ich, wirkt einfach sehr, sehr modern und hochwertig, schön gemacht auch mit den Tasten. Nur die Verknüpfungen mit iDrive 7, also insgesamt sehr, sehr schön umgesetzt. Das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, ist diese Kante da. Weiß ich nicht. Also hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn sie es einfach glatt nach unten gezogen hätten, ohne diese Kante. Aber ist jetzt nicht so, dass es mich stört. Nein, ich finde, das fällt jetzt wahrscheinlich je nach Lichteinfall auch gar nicht so auf. Das, so Designsachen, finde ich, das sind grundsätzlich so Themen, da kann man einfach trefflich drüber streiten, weil der eine sagt, das ist total cool jetzt. Ja.
Absolut. Mir gefällt das Auto aus jeder Perspektive, außer von vorn. Ich finde von der Seite wunderschön, von hinten auch richtig gut. Und von vorn ist jetzt einfach mit der neuen Niere, das ist nicht meins. Aber ich kenne auch Leute, denen gefällt es. Und ich finde, mir persönlich ist wichtiger, wie das Auto fährt und dass man da halt einen Spaß hat. Die Niere sehe ich ja nicht, wenn ich drin sitze. War für dich die Niere Ausschluss, dass du sagst, also Grand Coupé kommt deswegen für mich nicht in Frage? So weit, dass ich persönlich jetzt nicht gehe. Du musst halt darauf achten, dass du dann vor deinem Haus vielleicht rückwärts stehen bleibst. Aber das entschädigt dann doch, oder? Ach, herrlich. Herrlich. Also ich finde ein richtig gut. Fest für die Ohren. Mal kurz langsam, damit wir durchbeschleunigen können. Dieser BMW Rhein-6er, das ist einfach so ein grandioser Motor. Ich glaube, wir drücken nochmal drauf. Ja, unbedingt. Bam. Geil. Herrlich. Geil. Einfach geil. Das kann man immer wieder machen. Ja, also das wird nicht langweilig. So, lass uns mal schauen, was der 440 von 0 auf 100 kann. Die Bremse. Boost ist da. Und tschüss. Ja. Und dann dieses. Das ist cool. 479. 80, 120, 3,13. War schon wieder 120. Ach was. Wie konnte das passieren? Druck ist da. War ich nicht ganz fest auf der Bremse. Aber die Gasannahme, ja, gell? Das ist geil. Kann man die nicken lassen. Also, sobald der Ladedruck da ist, ist wie beim 8-Zylinder. Hast du Druck da? Ja. Ist ruppig für den Beifahrer, oder? Ich finde es eigentlich geil. Und tschüss. Ich würde lügen, wenn ich sagen darf, ich stehe noch nicht drauf. Ja, ist so. Er schreit so richtig. Ja, lass es nach. Ja, also die 80-120 Zeit hast du eben verbessert auf 2,97. Ja. So, im Rahmen des Tempolimits kann man mal schnell so die Innenraumgeräusche testen. Ja, ich hoffe ja schwer, dass sie 100-200 ausgehen. Geh mal in den Gleitmodus. Silence-Modus. Silence. Das ist quasi mit Schalldämpfer. Ja, absolut. Jetzt sind wir ja mal die Lücke fürs 100 fahren. So, fahren wir noch schnell ein bisschen von dem LKW weg, weil die fahren ja alle fast 100. Gefühlt. So. Waren 60,5 dB. Das ist ordentlich. Das ist sehr gut. Ich finde, dass du extrem wenig Abrollgeräusche für die Winterreifen hast. Ja, ich wollte vorher schon sagen, ich habe noch nie, da ist jetzt ein Bridgestone drauf, hatte ich selber noch nie, aber der ist ziemlich cool, der Reifen, ehrlich gesagt. Absolut. Gefällt mir auch richtig gut. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich. 120. Man muss sich vorsichtig und dosiert Gas geben. Ist gar nicht so einfach, bis du dann die 120er hast. Euro 6 dB. Passt rein. Was will man mehr? Da war jetzt gespannt im Vergleich zum 5er so der Autobahnkomfort. Aber wenn du jetzt nicht gerade, und das steuert man ja aktiv hinten da rausschreien willst, dann ist es sehr komfortabel für das, wie agil und sportlich er sich auf der Landstraße eigentlich fährt. Ja. Aber er ist schon echt zackig im Vergleich zum 5er. Der hängt brutal an der Lenkung. Krass. Ja, finde ich auch. Also,
Du sprichst mir aus der Seele das Wort, was ich gerade ansprechen wollte, weil ich bin ja heute auch von Traunstein schon mal Richtung Chiemsee gefahren damit und hatte da einmal Gelegenheit, kurz mal über 200 zu fahren und finde, dass er, also da ist er mir tatsächlich schon fast ein bisschen zu nervös. Okay. Also da liegt halt irgendwie mein Fünfer so wie auf Schienen und da finde ich, aber das ist wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache. Vermutlich. Ja? Also, aber im Vergleich, finde ich, merkt man da jeden Millimeter Lenkbewegung. Ja? Aber für die Landstraße ist das natürlich sehr, sehr geil. Ja? Ich bin da vor Jahren mal ein 1,23D Coupé Test gefahren. Mhm. Und da muss ich auch sagen, der hat mich echt gestresst. Durch diese, also bei höheren Geschwindigkeiten, durch diese extreme Agilität. Da. Ja. Das war wahrscheinlich auch wieder Gewohnheit, aber das fand ich fast ein bisschen unentspannt eigentlich. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich gewohnt man sich dran, aber wenn es jetzt so echt so das typische Fahren auf Schienen so vom 5er einfach gewohnt bist, ja, dann ist schon erstmal Umstellung, finde ich. Aber vom Geräuschkomfort muss ich jetzt sagen, ist jetzt subjektiv kein Unterschied zum 5er. Also hätte jetzt auch nichts zu meckern. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Das macht einfach Spaß. Ich kann jetzt gerade nicht anders. Ja, ich finde einfach diese Sechszylinder von BMW, egal ob Diesel oder Benziner, herrlich, sind einfach unwahrscheinlich souveräne Motoren. Der vermittelt halt einfach nochmal das Tick mehr an Emotionen, was jetzt der Diesel halt so nicht kann. Ne? Ja, wobei, ich, jetzt sagen wir es bei deinem 45er, finde ich, kommt schon ziemlich viel Emotionen rüber. Das ist irgendwie so bärenstark irgendwie. Ja? Du hast halt in jeder Lebenslage irgendwie diesen Druck von unten raus und geräuschtechnisch ist ein bisschen präsent, aber hört man nicht viel. Also es hat beides was, finde ich. Ja, er macht es über die Drehzahl und er schreit es halt raus. Ja, und der andere von unten halt Schub. Einfach. Genau. Also denkt man muss halt wissen, welcher Konzept für einen das Richtige ist. Ja? Also wie du schon sagst, ja, beim Diesel ist es einfach so, du hast halt eigentlich ab Start weg echt einen brutalen Schub und solides Drehmoment. Und jetzt hier im 440i brauchst du halt einfach ein bisschen mehr Drehzahl, aber das ist ja auch das Geile. Ja? Kann man aber machen. Ja, kann man machen. Und dann. Ja, geil. Ah. Weil ich befürchte, es wird nichts. Was du meinst, gerade, weil du sagst, agil. Ja. Also so über 200 fühlt sich gerade so ein bisschen anders als die 5er. Ja, find ich auch. Ich weiß auch nicht, also bin mir unsicher tatsächlich, ob es Auto ist oder ob die Winterreifen da irgendwie. Es schwimmt so, ja, gefühlt ein bisschen. Genau. Aber beeindruckend fand ich 210 und 78 dB. Mhm. Das ist, finde ich, echt extrem leise. Sind wir jetzt unter 100 dann? Noch nicht ganz. Und? Fast. Ja. Hast du das Geräusch gehört? Ja. Wie maximal ich draufklatscht bin. Ja, sehr komfortabel ausgegangen jetzt. Siehst du? Hätte fast gesagt, sogar noch einen, perfekt kalkuliert. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen Vergleichswert hier. Aber das ist das, was dann Spaß macht, finde ich. Der vor dir macht Platz und dann ist das nicht so, ja, du Spaß so vorbei wie jetzt mit dem 520D oder so, sondern
Es geht. Es vorwärts. Geht definitiv. Durchschnittsverbrauch 10,7 Liter. Für die Fahrweise? Das geht, finde ich. Finde ich auch. Hört sich jetzt in der heutigen Zeit viel an, aber ich meine, wir rufen ja die ganze Zeit ab. Ja, aber also ich muss sagen. Ah, die Rennleitung. Also ich finde, der Motor macht ja einen ähnlichen Spaß wie der 8-Zylinder von der MGMBH. Natürlich nicht ganz auf dem Niveau, das ja. ist auch klar. Ja. Ich meine, da fallen halt einfach auch 220 PS. Aber es läuft ja auch weniger. Aber hey, Hälfte Verbrauch fast. Mhm. Boah. Boah, der ESP-Eingriff, der war jetzt ja ultra fies, hast du das mitgekriegt? Ja. Das ist tatsächlich was. Das schneue ich irgendwie nicht, warum die ein Unter-M-Modell, also M440i, tatsächlich so hart einbremsen. Ein Mittelspurschleiche. Da ist auch noch eine Spur, Herr Kollege. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt längere Zeit über 200 fahren, mehr hätte ich nicht. Nein, also das finde ich stressig. Ja, genau. Also 180 ist wunderbar, ja. 190, aber dann? Ich finde auch. Also finde ich selbst als Beifahrer nicht mega angenehm. Tschüss. Ja, schau auf. Das ist nur schlimmer als selber, weil man keinen Einfluss nehmen kann. Das ist ganz ja. fies. Ja, und du auch als Beifahrer finde ich diese leichten Bewegungen vom Fahrzeug einfach wahrnimmst. Also es kommt da auf den Beifahrer, ob der das mitkriegt oder nicht, denke ich, aber. Ja, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ja. Ich finde es auch cool für die wichtigsten Sachen, einfach nur Knöpfe wieder. Ja. Das hat was. Absolut. Du sitzt halt zum hier einschalten kannst. Ja. Da weiß ich genau, einmal drücken maximal und dann runter. Ja. Wie gewohnt ist einfach. Ja, sag mal, von dem Bedienkonzept verabschieden wir uns ja auch mit iDrive 8 dann. Ja. Aber wir haben ja zumindest in unserem Testvideo zum iX schon festgestellt, dass BMW die Umsetzung da auch ganz gut hinkriegt. Aber ich bin tatsächlich auch ein Freund von den Tasten und hoffe vielleicht, dass der kommende 5er nur die ein oder andere Taste einfach mehr kriegt wie der iX, ja, weil ja da bedingt durchs Getriebe dieser Mitteltunnel auch nicht entfällt. Ja. Und von daher wäre ja Platz, da den einen oder anderen Knopf einfach nur unterzubringen. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fliegen wir durch da durch den Kreisel, das interessiert mich. Oh. Ja gut, ein bisschen Winterreifen. Ne? Ja, aber querdynamisch ist es nicht verkehrt, finde ich. Da war er! Hast du gesehen, ich habe es überlistet, die ESP. Ah, ja. Das war nämlich an. Lastwechsel geht. Sehr schön. Geht doch. Ja. Du musst dir nur Mühe geben. Ja, genau. Zwei fast ein bisschen überrascht kurz. Ja, also generell, wir haben ja vorher über die ESP-Abstimmung schon ein bisschen geredet. Also bin tatsächlich also für so ein M-Derivat nicht ganz glücklich mit der Abstimmung. Also ich finde, dass er tatsächlich fast ein bisschen die Emotion killt teilweise. Ja, in Bayern darf man sagen, absticht. Wenn man in Bayern über das Skifahren redet, dann darf man sagen, der sticht den Schwung ab. Ja, so genau. Fühlt sich das ein bisschen an, ja. Schauen wir mal, 100-0, oder? Ja, passt. Haben wir schon 100? Ja. Anker-Koder! 3,19 Uhr. Bleiben wir kurz stehen. Dann schauen wir mal im Meter. 42. Winterreifen? Ja. Ich habe mir gedacht, 40 Meter müssen wir schon schaffen. Wollen wir probieren? Ja. Mit warmer Bremse.
breit? Ja, sowas von. Schauen wir mal. 3,24. Mit einem Krampf in der Wade. 44 Meter. Also, am Einsatz lag es nicht, Tom. Ich habe alles gegeben, aber gut Winterreifen. Ja, das ist halt einfach was anderes. Ja. Ja, definitiv. Kannst du den Vierer als Grand Coupé vorstellen? Ja, wenn die Kinder jetzt schon, sagen wir mal, ein bisschen größer waren und die keine Sitze mehr braucht, ja. Aktuell bin ich mit meinem 5er Kombi sehr glücklich, weil ich glaube, das war zum Einladen, sage ich mal, weil du musst die Kinder ja einen Sitz reinheben, mit diesem abfallenden Dach und so, nicht ganz so angenehm, aber von der Fahrdynamik oder wenn das jetzt rein das Auto ist, mit dem ich in die Arbeit fahre, vielleicht manchmal noch die Gattin irgendwie dabei habe, war das auf alle Fälle eine Option, muss ich sagen. Und mir war wahrscheinlich sogar lieber als der Dreier, weil er mir optisch noch einen Ticken besser gefällt. Ja, und einfach nur mal mehr Praxisnutzen erliefert. Ja. Also ich finde den Kofferraum wirklich sensationell in den Dimensionen, auch mit der großen Heckklappe. Und finde da wie du die Silhouette vom Auto jetzt beim Vierer nochmal deutlich stimmiger. Auch wenn ich mich tatsächlich mit der Niere persönlich noch anfreunden müsste. Generell muss ich sagen, bin ich jetzt so im Alltagsbetrieb eher der Fünferfahrer, weil man der eigentlich so von seiner Ausrichtung noch mehr entgegenkommt. Einfach für das Fahrprofil, das ich habe. Ja. Aber also ich finde, BMW schafft es da ausgezeichnet, die Modellreihen untereinander auch sehr, sehr unterschiedlich zu positionieren. Ja, und auch nochmal gerade im Vergleich zum Dreier, ja, ist der Vierer schon nochmal ein Ticken angeschärfter, ein Tick sportlicher, einfach so. Und also generell schon ein Konzept, das mir sehr, sehr gut gefällt. Also der Reihen 6er ist halt einfach ein Fest. Ich feiere das so, dass die weiterhin planen, die zu bauen. Ja, absolut. Hey, ich meine, sogar der 8-Zylinder kommt nochmal in die neuen Generationen. Wie geil ist das denn? Danke dafür, BMW. Ja. Also sensationell. Und wenn die das von den Abgaswerten und so hinkriegen, ja, dann ist das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Jeder, der sowas haben will, muss dann zwangsläufig da kaufen. Also ich finde das vom Konzept her echt eine gute Idee. Ja. Diese Klangkulisse. Ich weiß schon, dass ich da beim Heimfahren jetzt dann wieder leiden werde. Ja. An der fehlenden Kulisse. Ist schon toll, was da technisch so drin ist. Ja, absolut. Und also auch so wie das Auto ausgestattet ist, ja. Also es ist ja alles drin, was du brauchst. Ja. Der hat auch den Driving Assist Professional, ja, der automatisch die Geschwindigkeiten übernimmt von den Schilder, ja. Setup-Display, das in der Praxis grandios funktioniert. Ja. Das iDrive, gerade in der Version 7, finde ich absolut top. Also ich glaube, generell vermisst man in dem Auto, so wie es jetzt da ist, in der Konfiguration, natürlich ja mit einem Preis von 89.000 Euro schon eine Nummer. Aber du vermisst nichts, ja, und also das Aggregat ist einfach ein absolutes Sahnestück. Referenzkurve. Ah ja, aber er lenkt schon sehr, sehr billig. Das ist geil, richtig knackig. Und also ich finde, du hast auch kaum Schräglage beim Fahrwerk. Ja? Also ich sag mal, wo andere Autos dann irgendwie da noch Wankausgleich und sonstige Sperenzchen verbauen müssen, ja, um sowas hinzukriegen, macht der Vierer einfach mal so aus dem Handgelenk. Ja. Das ist schon geil. Sehr beeindruckend, finde ich, so die sportlichen Talente. Weil 1,9 Tonnen ist ja jetzt auch kein Leichtgewicht. Ja. Das ist aber erstaunlich, was man da mittlerweile technisch hinkriegt, weil du merkst es beim Fahren nicht. Also ich hab's da, vorher hätte das was nicht geklappt, als du das gesagt hast. Da dachte ich mir so, nie.
Weil das so agil ist irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, richtig gut. Also ich finde auch, dass es sich deutlich kompakter und deutlich leichter anfühlt in der Praxis. Ich liebe Autos, die so einfach so eine große Spreizung hinkriegen, wo du halt auch ganz ruhig unterwegs sein kannst und komfortabel, aber halt, wenn du gerade Bock hast, halt auch mal ein bisschen randalieren kannst. Das ist einfach lässig. Das fand ich beim X5 M auch schon so cool. Ja. Irgendwie, du hast so einen riesen SUV mit Zuladung, mit Anhängelast und allem, was du dir vorstellen kannst. Und wenn es dir dann doch mal überkommt, dann kannst du die mit dem Auto dermaßen aufführen, dass eigentlich alles spät ist. Also beim X5 M, finde ich, war diese Spreizung enorm beeindruckend. Weil er, finde ich, nochmal einen Tacken schärfer war jetzt als der 440. Ja. Und du ja da einen riesen Bus durch die Gegend schaukelst. Und da beim ESP auf einem ganz anderen Niveau geregelt wird. Viel später. Ja. bis fast nicht. Genau. Und also das war irre. Und also das ist tatsächlich der einzige Wermutstropfen, den ich so ein bisschen mit dem Auto habe, dass mir dieser ESP-Eingriff echt fast zu krass ist. Also müsste man da mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, ja, wenn man es irgendwie komplett deaktiviert. Ja. Aber das ist halt eigentlich dann auch schon grob fahrlässig. Ja. Also, zumindest auf der öffentlichen Straße. Ja. Da verstehe ich nicht, warum man nicht ein bisschen mehr Spaß zulässt. Weil das Potenzial, finde ich, hätte das Auto ja absolut. Absolut. Das war was beim X5 M mein Hirn irgendwie überhaupt nicht zusammengekriegt hat. So riesiges SUV, hoher Schwerpunkt, du sitzt weit oben, du hast eine gute Übersicht, mega komfortabel und dann fährst du zügig ums Eck und dann schwenkt das Heck mit. Ja. Da denkst du beim ersten Mal nur so, what? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und bei ihm hätte ich eigentlich erwartet, jetzt bei der Handlingstrecke vorher, dass so, ja, so ein bisschen Schlupf und vielleicht mal ein bisschen Rutschen. Und er regelt halt dann wirklich echt gnadenlos raus. Ja, also ich sag mal, du stehst voll drauf, auf Bodenblech. Und es fühlt sich unter 200 PS so plötzlich. Ja, ja, und also er nimmt Kraft die Leistung einfach komplett. Ja, und das ist schon ein bisschen schade einfach. Ja. Gut, aber BMW macht es ja immerhin so, wenn man jetzt mal auf abgesperrter Strecke unterwegs ist, dass man es halt auch ausschalten kann noch komplett. Ja. Weil viele andere Hersteller lassen das ja gar nicht mehr zu, dass du das ESP komplett deaktivieren kannst. Ja. Was ich persönlich gar nicht mag, das empfinde ich als Bevormundung. Wenn man es so gar nicht ausschalten kann. Ja, absolut. Also. Aber lass uns vielleicht noch mal einen Abstecher durch die Handlingstrecke machen, oder? Ich bin schon am Weg. Sieht man es vielleicht auch ganz gut, was wir meinen, weil ja auch die Warnlampe dann im Prinzip dann auf Dauer vorher steht. Das war etwas rutschig. Ja, da war es wieder mit dem ESP. Genau. Keine Leistung, gar keine mehr. Krass. Es ist so schade. Das ist geil. Dann Günther, das ist aber schon geil. Ne? Das ist geil, ja. Und das Federn da auch. Ja, absolut. Über die Welle, unsere Referenzwelle. Ja. Wieder. Ja, ja. Keine Leistung, ich stehe voll drauf. Krass, gell? Das gibt's eigentlich nicht. Das ich stehe voll drauf, voll. Und da lässt er dann kurz freigeben, aber. Das ist so schade. Also ich stehe auf Kickdown drauf. Ja. Ich habe mir das am Anfang gar nicht getraut. Ja. Ja, ja. Weil ich immer gedacht habe, 8-facher Überschlag, aber also das ist schon schade. Klar, jetzt kann man sagen, ja, du kannst das ja ausmachen. Das ist auch toll, keine Frage. Ja, aber er soll halt einfach ein bisschen mehr an die Hand nehmen, oder? Und dann ein bisschen mehr zu lassen. Weil es ist ja ein Unterschied, finde ich, ob es jetzt einfach ganz aus ist und du ja, komplett auf dich selber gestellt bist oder ob er so ein bisschen halt zulässt, einen leichten Winkel und dann regelt. Das passt ja eigentlich. Gut gedacht. Also, weil ich sag mal, du willst ja im öffentlichen Straßenverkehr da nicht komplett quer daherkommen. Aber mit so einem Schwenk aus der Kurve zu leicht. Macht es halt schon oft
extrem Spaß. Ja? Und das ist wirklich sehr schade, dass er da so krass regelt. Und ich finde, schau mal, das ist selbst auf Schnee. Ja. Also das muss man, finde ich, wissen, wenn man das Auto kauft, dass er da wirklich massiven Anker schmeißt.